Hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten YouTube-Video vom Kanal Schachomat. Wenn du besser im Schach werden willst, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. In diesem Video werde ich über die berühmte Karo-Kann-Verteidigung sprechen. Dies ist Teil 11 dieser Videoreihe über Schacheröffnungen. Wenn du aber mehr an Schacheröffnungen bzw. Schachverteidigungen interessiert bist, dann schau dir gerne die Playlist mit dem Titel Chess Openings bzw. Schacheröffnungen auf meinem YouTube-Kanal an. Dort geht es auch um andere Schacheröffnungen bzw. Verteidigungen. In diesem Video zeige ich euch also, wie die Karo-Kann-Verteidigung beginnt und erkläre euch die vielen verschiedenen Fortsetzungsvarianten von ihr. Die Karo-Kann-Verteidigung ist eine der berühmtesten halboffenen Partien, die nach dem englischen Schachspieler Horatio Caro und dem österreichischen Schachspieler Markus Kahn benannt wurde. Die Haupt- bzw. die Schlüsselzüge dieser Verteidigung sind Bauern E4, Bauer E6. Die schwarze Armee verzichtet hier auf die große Kontrolle über das Zentrum des Schachbretts, welches er hier weiß möchte, um eine bessere Figurenentwicklung zu erreichen. Außerdem wird hier im Gegensatz zu der französischen Verteidigung nicht der Damenläufer aufgrund des Zuges E6 hier sozusagen eingesperrt und an der Entwicklung gehindert. Die Hauptlinien der Karo-Kann-Verteidigung können nach den Zügen Bauern D4, Bauern D5 erreicht werden. Und nun zeige ich euch die vielen verschiedenen Möglichkeiten, wie nun das Spiel fortfahren kann. Und zwar ist die allerberühmteste Variante die klassische Fortsetzung. Und zwar spielt man hier Springer C3. Doch genauso könnte man auch Springer D2 spielen. Beide Eröffnungen sind sehr, sehr berühmt, aber eigentlich ist es sogar egal, welchen Zug man hier genau spielt, denn nachdem der schwarze Bauer hier deinen Bauern auf E4 rausgenommen hat, ist es halt egal, ob du mit dem Springer hier von C3 den Bauern rausnimmst oder von D2. Jedenfalls nimmst du ihn raus und in der klassischen Fortsetzung spielt nun Schwarz Läufer F5, um deinen Springer hier auf E4 anzugreifen. Und du ziehst einfach hier mit dem Springer weg auf G3 und greifst den Läufer an. Der Läufer könnte nun natürlich aber wieder zurückziehen auf Felder wie E6 oder D7, doch in dieser klassischen Fortsetzungsvariante zieht er hier zurück auf G6, woraufhin du nicht aufhörst anzugreifen. Und zwar spielst du nun Bauer H4 mit dem Plan, im nächsten Zug dann Bauer H5 zu spielen. Denn dann könntest du den schwarzen Läufer auf G6 ohne Probleme rausnehmen, ohne dass er dagegen etwas machen kann. Deswegen antwortet die schwarze Armee auf den Zug mit dem Bauern auf H4 mit Bauer H6, um im Falle, wenn du dann hier H5 spielst, mit dem Läufer noch auf H7 entkommen zu können. Doch die weiße Armee spielt in der klassischen Fortsetzungsvariante nicht direkt H5, sondern sie spielen erstmal die Entwicklung ihres Springers, und zwar hier auf F3, woraufhin auch Schwarz seinen Springer entwickelt, und zwar hier auf D7. Und nun greift man dann hier den Läufer an mit dem Zug mit dem Bauern auf H5 und dieser zieht dann hier zurück auf H7. Nun tauscht man die Läufer ab in der Fortsetzungsvariante, in der klassischen Fortsetzungsvariante der Karo-Kann-Verteidigung. Und zwar spielt man Läufer D3 und nachdem der schwarze Läufer auf H7 dann Läufer hier rausgenommen hat, nimmst du ihn mit der Dame raus. Und die klassische Fortsetzungsvariante endet nun damit, dass beide Armeen die lange Rochade machen. Und zwar die weiße Armee, nachdem halt der Läufer weggezogen ist, und die schwarze Armee, nachdem die Dame weggezogen ist. Also, die nächste Fortsetzungsvariante, die ich euch gerne zeigen möchte, ist statt der klassischen Fortsetzungsvariante mit Läufer F5 hier nun das Floor-System zu spielen. Dieses System, und zwar das Floor-System, wurde sehr, sehr oft in den 80er Jahren gespielt. Es war dort sehr, sehr beliebt. Und zwar spielt man hier anstatt Läufer F5, Springer D7 mit dem Plan anschließend mit Springer F6 fortzufahren und im Falle eines Abtausches dann hier mit dem Springer auf D7 rauszunehmen, anstatt mit einem der Bauern dann hier, um sozusagen hier im Zentrum weitere Vorteile zu haben. Und die Bauernkette auch hier nicht zu zerstören, indem man sich einen Doppelbauern so zuhält. Also antwortet auf diesen, könnte man hier mit Weiß, wenn dann Schwarz sozusagen hier diese Fortsetzungsvariante und zwar das Floor-System spielt, mit Springer D7, den sehr, sehr aggressiven Zug, und zwar Springer G5 spielen und dann irgendwie fortfahren mit
solchen Zügen wie Läufer C4 und dann hier mit einer Gabel drohen und so weiter und so fort. Bis jetzt habe ich euch also schon zwei der berühmtesten Fortsetzungsvarianten nach der Hauptlinie gezeigt. Aber bevor ich euch andere Fortsetzungsvarianten nach den ersten beiden Hauptzügen zeige, möchte ich euch erstmal eine sehr, sehr coole Damenfalle zeigen, die du mit den weißen Schachfiguren spielen kannst, wenn dein Gegner, also die schwarze Armee, die Karo-Kan-Verteidigung spielt. Und zwar geht es halt los mit den Hauptzügen, und zwar E4, C6. Doch nun antwortest du nicht mit Bauer D4, sondern Springer F3. Und dein Gegner spielt die Karo-Kan-Verteidigung, also wird er Bauer D5 spielen. Nun hat er deinen Bauern hier auf E4 angegriffen und du verteidigst ihn. Nachdem er rausgenommen hat, deinen Bauern, mit dem Ziel sozusagen hier einen Abtausch zu schaffen, wenn du rausnehmen würdest, und dann vielleicht dann auch deine Dame rauszunehmen, um deine Armee halt ohne eine Rochade in dieser Partie zu lassen. Doch du folgst nicht dem Plan von der schwarzen Armee, denn du nimmst hier dann nicht den Bauern raus, sondern du ziehst mit dem Springer weg, weil der ja nur angegriffen wurde, und du ziehst weg auf G5 und greifst hier den Bauern wieder an. Der Bauer muss halt, also die schwarze Armee muss irgendwas agieren, sonst verliert der Bauer einfach. Also nimmt der Bauer einfach nochmal den zweiten Bauern hier raus. Und nun nimmst du ihn raus mit deinem Läufer. Wenn es dazu schon gekommen ist, dann hast du eigentlich schon fast die gegnerische Dame gewonnen. Jetzt muss es nur wichtig sein, wie der Gegner antworten wird. Und zwar darf er hier jeden Zug machen, den er möchte. Das ist egal. Außer wenn er mit der Dame von der D-Linie wegzieht. Zum Beispiel hierhin. Was aber in dieser Situation wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Oder wenn er den E-Bauern spielt, zum Beispiel hierhin oder hierhin, oder Springer D7. Wenn er irgendeinen anderen Zug spielt, zum Beispiel dein Springer hier auf G5, der hier sehr offensiv steht, angreift, zum Beispiel mit Bauer F6, dann hast du eigentlich jetzt schon die Dame deines Gegners gewonnen. Na nun antwortest du mit der Flucht auf F7 mit dem Springer mit einer Gabel, und zwar auf die Dame und auf den Turm. Doch es ist so eine Gabel, dass der Springer hier gar nicht beschützt ist. Also kann der König ihn einfach rausnehmen. Wenn er ihn nicht rausnehmen würde, weil er denkt, dass er dadurch schlauer ist und zum Beispiel ihn einen anderen Zug macht, zum Beispiel hier hinwegzieht oder mit der Dame irgendwo hinzieht, zum Beispiel hierhin, dann kannst du halt einfach den Turm rausnehmen, aber das ist ja auch nicht gut für die gegnerische Armee. Also, der König nimmt dann hier höchstwahrscheinlich deinen Springer raus. Und nun setzt du ein sehr, sehr kluges Schach, und zwar mit dem Springer auf G6. Du opferst also schon die zweite Leichtfigur. Ihr werdet euch jetzt denken, naja, das ist ja auch nicht so gut, so viele Leichtfiguren zu opfern. Doch, das hat seinen Sinn. Denn nun hast du ein Schach und gleichzeitig auch den Angriff mit deiner Dame auf die gegnerische Dame. Also muss die schwarze Armee nun irgendwie seine Dame beschützen und gleichzeitig dem Schach entkommen. Naja, das geht hier leider nicht mehr. Denn die einzige Option, die möglich vorkommen könnte, wäre jetzt wieder König E8, doch das geht hier nicht wegen Läufern. Also muss hier der König von dem Schach entkommen, entweder auf E6, dann nimmst du halt die gegnerische Dame raus, hast sie gewonnen, oder er nimmt deinen Läufer raus, um Hauptsache noch eine Leichtfigur zu gewinnen. Das macht er dann entweder hier mit dem König oder mit dem Bauern, ist auch tatsächlich hier relativ egal, und du kannst einfach hier die gegnerische Dame rausnehmen und hast einen sehr, sehr großen Vorteil gegenüber deinem Gegner. So, jetzt werde ich euch eine andere Fortsetzungsvariante zeigen nach den ersten beiden Hauptzügen, beziehungsweise Schlüsselzügen der Karo-Kan-Verteidigung. Und das ist die Abtauschvariante in dem Panov-Angriff. Wie man halt am Titel schon feststellen kann, tauscht man hier ab. Und zwar nimmt man hier den schwarzen Bauern auf D5 raus und der schwarze Bauer auf C6 nimmt nun deinen Bauern auf D5 raus. Und der Schlüsselzug des Panov-Angriffs ist nun hier Bauer C4 mit dem Angriff auf den schwarzen Bauer auf D5. Doch in den meisten Fällen nimmt dieser dann halt nicht raus, weil dadurch er das Zentrum aufgibt und weiß, wie er das Zentrum, und zwar den wichtigsten Ort auf dem Schachbrett einnehmen kann, was nicht so gut für die schwarze Armee wäre. Er nimmt hier also nicht raus, sondern verteidigt seinen Bauern mit dem Springerzug auf F6. Hier ist es sehr, sehr berühmt, nun mit der weißen Armee Springer C3 zu spielen, um nun den schwarzen Bauern auf D5 mit der zweiten Figur anzugreifen. Und nun hat die gegnerische Armee, also die schwarze Armee, drei Hauptmöglichkeiten, um zu antworten. Und zwar einmal wäre G6 möglich, dann wäre auch E6 möglich, das wäre dann nochmal eine Verteidigung des Bauern auf D5, doch dieser Zug hat auch seine Nachteile, weil du nun damit deinen Damenläufer hier einsperrst und er sich hier nicht mehr gut entwickeln kann.
Und die letzte Option wäre auch sehr, sehr interessant, und zwar Springer C6. Denn damit verteidigst du deinen doppelt angegriffenen Bauern auf D5 nicht nochmal mit einer anderen Figur, sondern startest sozusagen einen Gegenangriff und greifst dir noch den weißen Bauern auf D4 gleichzeitig an. Und nun komme ich auch schon zu der letzten Fortsetzungsvariante, die ich euch in diesem Video zeigen möchte, von der sehr, sehr berühmten halboffenen Karo-Kahn-Verteidigung. Und das ist die Vorstoßvariante mit Bauer E5. Sagt man ja wieder, hört man ja schon wieder am Titel raus, man stößt einfach mit den Bauern sozusagen vor. Daraufhin antwortet Schwarz eigentlich fast immer dann mit Läufer F5 mit der Idee oder mit dem Plan, dann anschließend hier den Bauern E6 zu spielen. Auch ein sehr, sehr guter Zug, um halt hier sozusagen diesen Bauern zum nochmal Vorstoßen aufzuhalten. Also auf diesen Zug hast du, wenn du die Weiße Armee spielst, wirklich sehr, sehr viele Optionen. Du kannst wirklich so gut wie alles machen. Hier gibt es sehr, sehr gute Optionen wie Abtausche mit hier zum Beispiel Läufer D3. Dann kannst du hier auch Bauer H4 spielen oder Bauer G4 mit dem Angriff auf den schwarzen Läufer auf F5 mit der Absicherung von der Dame hier. Dann kannst du hier auch nochmal sozusagen den Schlüsselzug des Panoff-Angriffs spielen, und zwar hier C4. Dann kannst du natürlich Bauer C3 spielen. Mit dem Springer kannst du hier auch ziehen, dich auf C3 entwickeln oder auch auf D2. Also wie man schon sieht, gibt es hier wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, die du hier wählen kannst. Das war es dann nur noch schon mit diesem Video zu den vielen verschiedenen Fortsetzungsvarianten der Karo-Kahn-Verteidigung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like und abonniert meinen YouTube-Kanal Schachromat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.